Hallo Kenners, ich hatte euch ja schon angedroht, dass es wieder Videos von mir geben würde. Ne? Und als ich jetzt ein Paket bekommen habe, ein Geschenk, habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich ist das der richtige Zeitpunkt, um die neue Reihe anzufangen. Und in dieser Reihe wird es um alles geben, was ich einfach nur gut finde. Nicht nur Elektronik, sondern alles, was ich gerade eben irgendwie auf Filmchen bringen will. Aus dem Grund, weil es eigentlich kein richtiges Topic gibt, das wir in diesem Channel ab heute noch irgendwie treffen würden. Habe ich mich entschieden, die neue Reihe Off-Topic zu nennen. Ne? Ist alles irgendwie daneben. Wenn ich nochmal Elektrokram mache, ne, dann werde ich, um euch alle einfach zu verwirren, diese Videos wieder Elektroschrott nennen, aber alles andere schwer off-topic. Findet ihr gut? Prima. Ich auch? Nein? Ach, das Leben kann so ungerecht sein. Wie dem auch sei. Ich wusste noch gar nicht genau, ob ich es überhaupt publizieren will, habe aber die folgenden paar Sekunden, Minuten, whatever Video schon mal aufgenommen und hänge die jetzt hier dran als meine allererste Off-Topic-Folge. Beim nächsten Mal wird das Ganze etwas geplanter, ich verspreche es, oder auch nicht. Je nachdem, wie mich der Hafer sticht oder Gerstenmalz. Egal. Paket von Boris, guckt euch mal an, was ich da gekriegt habe. Ich wollte ja eigentlich so diese Mehlbacke-Videos jetzt auch gar nicht mehr machen, aber was soll ich tun? Wenn jemand sagt, er will mir unbedingt was zukommen lassen und naja, dann bin ich mal nicht so. Und in diesem Fall war das Boris aus Wien. Boris hat mir ein 6,905 Kilo schweres Paket geschickt. Da dürfte wahrscheinlich aus Österreich allein schon das Porto, ach, ich weiß ja von meiner letzten Verlosung, wie spaßfrei das ist. Und ich habe mir gedacht, ich nehme es einfach mal auf. Und ja, genau. Nehme ich jetzt einfach mal auf. Und das mit euch zusammen natürlich. Der gute Boris hat kapiert, wie man Pakete richtig verpackt, nämlich mit Gaffertape. Ich mag Gaffertape. Und öffnen wir das mal. Ich kann dann vielleicht noch ein paar Mal und sagen. Kommst du? So, ich habe keine Ahnung, was drin ist. Boris meinte, es wäre eigentlich kein Elektrokram, aber für mich trotzdem recht vergnüglich. Und schauen wir doch mal, was wir hier drin finden. Also der Anfang von allem ist ein Anschreiben. Hallo Gregor, wir versprochen ein Geschenk für neue schöne Sommerabende. Hoffe, es hilft bei der Kreativität weiter. Private Banking, ja, das hier ist oben drin. Das wird mich wahnsinnig kreativ machen. Was haben wir denn hier? Flaschen, würde ich mal so sagen. Die große Frage, die sich uns stellt, ist: Handelt es sich dabei um alkoholische Getränke? Die Hoffnung stirbt an der Stelle zuletzt. Und wenn es sich um alkoholische Getränke handelt, um was für welche? Wir haben eine Flasche Hirter Privatpilz, ein mir nicht bekanntes Bier, das wohl schätzungsweise aus Österreich kommt. Oh, das ist cool, das ist ein Bierpaket. Hoppala, dann haben wir hier eine Flasche Stiftsbräu. Muss das mal hier unten auf dem Boden platzieren. Das habe ich gar nicht gemacht. Platz wie die schönen Sachen. Wir haben, das ist nur Füllmaterial. Ich besorge mal. Ach nee, das muss hier einfach so von Hand gehen. Ja, so ein bisschen brutales Depacking. Wir haben ein Schwächter irgendwas. Wie heißt das hier? Schwechhofer, Schwächharter? Schwächharter Original Wiener Lager. Mama mia, das sind viele Flaschen, die da drin sind. Dann hier. Ne. Wir haben ein Schremser Vienna IP. Haben wir hier
Otterkringer Wiener Original. Was kleineres hier jetzt. Ist es nicht geil männlich, wie ich diese Verpackung öffne? Ohne Werkzeuge, nur mit der mir gegebenen Kraft. Ein Otterkringer Helles. Das ist anstrengender, als es für euch aussieht, glaube ich. Aber hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich sehe gerade einen Bügelverschluss. Das kann, wenn man nicht aufpasst, zu ernsten Problemen führen. Ich sehe hier auch gerade... Ja, eines muss ich gleich mal sauber, weil ich kenne dieses Bild. Ich habe noch eine Buddel unten, ja, da kann man das dann nochmal zeigen, wenn das schon so liebevoll ausgedrückt hat. Wir haben hier ein Wieselburger Bier. Wieselburger. Und dieses hier mache ich jetzt mal ganz zart auf, ja, liebevoll, entlang der vorgesehenen Sollbruchstellen. So, mehr oder weniger. Und jede dieser Flaschen hatte innen drin denselben, ich glaube, XKCD-Comic ursprünglich mal. Die Anleitung zum Reparieren von allem. Merkt euch das. Ja? Wenn ihr das beherzt, könnt ihr alles reparieren. Und es sagt uns mal wieder, wenn es mit WD-40 und Gaffertape nicht fixbar ist, ist es nicht kaputt oder nicht fixbar. Und wir haben hier noch eine Flasche Gösser, das kenne ich sogar. Einzige von diesen Bieren hier, das ich kenne. Sonst ist nichts drin. Das war's. Die erste Mehlbacke nach dem Mehlbacken. Geschafft. Und Boris, vielen, vielen, vielen Dank für das Bier, weil du hast eine Sache kapiert, die mein Vater mir vor langer Zeit beigebracht hat. Als es um die Frage ging, was man seinen Eltern eigentlich schenken kann, wenn sie alles schon haben, da sagte mein Vater, Sohn, wenn du es richtig machen willst, dann verschenkst du entweder was, was man essen kann, oder was, was man trinken kann. Und das, was man trinken kann, ist immer besser. Recht hat er. Weiser alter Mann. Dementsprechend, Boris, danke für diese 8 Bier. Mal schauen, wie viele davon den heutigen Abend überleben. Mal gut, dass ich es am Samstag ausgepackt habe. Und tschüssing.